Bevor wir uns nun im nächsten und letzten Teil des Trainings damit beschäftigen, wie wir den Farblook des Bildes erzeugen, werde ich euch jetzt nochmal zeigen, wie wir die globale Lichtstimmung des Bildes beeinflussen. Dazu werden wir uns zwei Dodge & Burn Ebenen erzeugen. Eine Ebene wird nur den Hintergrund berühren, wenn wir darauf arbeiten, und eine Ebene wird über allen Ebenen liegen. Das heißt, wir können, wenn wir darauf zeichnen, das Modell beeinflussen und den Hintergrund. Diese zwei Ebenen werden wir uns jetzt mal anlegen. Die erste Ebene legen wir über alle Ebenen für Modell und Hintergrund. Dafür klicken wir auf die oberste Ebene und drücken mit gehaltener Alt-Taste das Symbol, um eine neue Ebene zu erstellen. Das erzeugt uns dieses Optionsfenster und hier werden wir zwei Sachen auswählen. Und zwar werden wir gleich den Mischmodus ändern auf weiches Licht und haken dieses Kästchen an für eine Füllung mit 50% Grau. Das bedeutet wieder, weiches Licht neutralisiert das Graue und wir können auf dieser Ebene zeichnen. Jetzt haben wir uns bereits eine richtige Grauebene erschaffen, die wird einfach nochmal kopiert. Dafür ziehen wir das auf dieses Ebenensymbol. Diese Ebene soll, wenn wir darauf zeichnen, nur den Hintergrund berühren. Das heißt, wir ziehen das über den Hintergrund, aber unter das Modell. Mit diesem Arbeitsschritt werden wir jetzt schon, wie gesagt, die globale Lichtstimmung beeinflussen. Das heißt, wir werden gewisse Bereiche des Bildes ein wenig aufhellen, einige Bereiche ein wenig abdunkeln, um Hintergrund und Modell noch homogener zusammenzufügen. Das bedeutet, wir nehmen uns jetzt für unsere Dodge- und Burn-Ebene wieder einen Pinsel mit weicher Spitze und werden jetzt hier mit der Vorder- und Hintergrundebene im Bild zeichnen. Um so schnell wie möglich wechseln zu können, habe ich noch einen kleinen Tipp. Wenn ihr die Vordergrundfarbe auf Schwarz und Weiß eingestellt habt, das könnt ihr übrigens mit dem Tastenkürzel D machen, habt ihr immer die Möglichkeit, während ihr zeichnet, mit der Taste X zwischen Vorder- und Hintergrundfarbe zu wechseln. Ich werde jetzt mal mit den helleren Bereichen beginnen und werde darauf achten, dass wir auf dieser Seite den Lichteinfall im Hintergrund verstärken, damit der logische Lichteinfall auf diesem Modell vom Hintergrund auch wiedergegeben wird. Das heißt, ich nehme die weiße Pinselspitze und fange an, jetzt hier diesen Bereich langsam mit einer sehr geringen Deckkraft zu malen. An dieser Stelle dieses Testapparates werde ich das Licht jetzt wieder schrittweise ein bisschen erhöhen, weil hier, wenn hier die Fenster sind, der Lichteinfall hier mit am stärksten ist. Der rechte Rand ist am hellsten und nach links wird es wieder ein wenig dunkler, deswegen wechsle ich jetzt zwischendurch mal auf eine dunkle Pinselspitze und male es hier ein bisschen dunkler. Den Bereich hinter dem Modell möchte ich ein wenig dunkler haben, weil wir, wenn wir auf das Modell schauen, hier einen Lichteinfall haben und hier einen Lichteinfall. Das haben wir bereits schon hier aufgehellt. Deswegen werden wir jetzt hinter dem Modell ein wenig dunkler zeichnen. Dafür müssen wir aber darauf achten, dass wir nicht auf das Modell dunkel zeichnen. Deswegen benutzen wir jetzt unsere Dodge & Burn Ebene, die nur den Hintergrund berührt. Gleichzeitig werde ich hier die dunkleren Bereiche bzw. die unteren Bereiche des Bildes ein wenig dunkler zeichnen, wo wenig bzw. gar kein Licht hinbekommt. Jetzt werde ich hier den linken Bereich aufhellen, damit der Lichteinfall wieder auf dem Modell logisch wird. Und das können wir fast so lassen. Jetzt werde ich auf dem Modell noch ein wenig diesen Bereich aufhellen, weil der ist mir tatsächlich noch ein Ticken zu dunkel. Dafür werde ich jetzt die Ebene nehmen, wieder die Modell und Hintergrund berührt. Und werde hier wirklich nur diesen Bereich ein wenig aufhellen. Hier sind tatsächlich noch ein bisschen die Tiefen verschwunden und deswegen werde ich auch noch eine Aufhellung vornehmen. Aber nur dezent, das reicht schon. Das soll es zum Thema Dodge & Burn zur lokalen Lichtstimmung gewesen sein. Wir werden jetzt noch einen Light Haze einfügen, das bedeutet Lichtstrahlen, die durch diese Fenster fallen und ein wenig das Modell noch berühren und das Bild insgesamt noch ein wenig abdunkeln. Den Light Haze könnten wir per Hand erzeugen. Einfacher ist es, wenn wir diese Textur benutzen, die ich hier bereits vorbereitet habe. Die werde ich auch wieder dem Download-Paket beilegen. Wie gehabt, mit dem Auswahlwerkzeug können wir diese Textur anfassen und in unser Hauptbild rüberziehen.
Diese ist momentan noch seitenverkehrt, das ist kein Problem. Wir gehen wieder auf frei transformieren und werden die Ebene einfach horizontal spiegeln. Dieser Light Haze wird jetzt den Lichteinfall von der rechten Seite dieser Fenster simulieren und ein wenig hier in unser Bild reinstrahlen. Dafür werden wir jetzt den Light Haze dementsprechend vergrößern und auf unserer rechten Seite positionieren. Dafür drehen wir ihn auch noch ein bisschen ein, damit die Lichtrichtung stimmt. Wir können uns hier ein bisschen orientieren an den Stand der Sonne, beziehungsweise wie hier die Schatten der Fenster schon einfallen. Dementsprechend werden wir hier unsere Lichtstrahlen versuchen, einigermaßen parallel zu nehmen. Ziehen uns das schon grob etwas auf und können das erstmal bestätigen. Und jetzt werden wir wieder unseren Texturentrick anwenden und setzen die schwarze Textur auf negativ multiplizieren, dass das Schwarz verschwindet. Das ist jetzt natürlich noch viel zu hell und groß, deswegen werden wir das jetzt wieder mit einpassen. Beim Einfügen solltet ihr aufpassen, dass durch die Drehung diese entstandenen Kanten nicht ins Bild ragen. Das gefällt mir soweit ganz gut, es ist aber tatsächlich noch ein bisschen zu hell, deswegen werde ich versuchen, die Deckkraft noch ein bisschen zu reduzieren. Und da dieser Bereich noch viel zu hell ist, werde ich ihn noch ein bisschen nach drüben schieben, beziehungsweise ein bisschen aus dem Bild verschwinden lassen. Jetzt ist mir der Lichteinfall noch zu steil, gemessen an dem Originallichteinfall, deswegen werde ich die Ebene wieder ein wenig drehen. Das ist für mich so okay, das werden wir so lassen. Als nächstes werden wir von dem gesamten Bild die Helligkeit beeinflussen, weil mir das Bild noch viel zu hell ist. Das machen wir jetzt in dem Fall mit einer Einstellungsebene, und zwar den Gradationskurven. Dazu werden wir einfach eine Dritteleinstellung hier benutzen auf dieser Kurve und ziehen sie zum Reduzieren der Helligkeit nach unten und achten dabei immer ein wenig auf das Bild. Wenn wir es zu dunkel ziehen, dann verschwinden die Tiefen zu sehr, deswegen werden wir diese Einstellung nur dezent anpassen, weil wir im Endeffekt dann noch mit einer RAW-Konvertierung, mit einer schlussendlichen, die Bildstimmung beeinflussen. Wir können das ruhig noch ein bisschen nach unten ziehen, das ist okay. Jetzt habe ich das Problem, dass der Schatten auf dem Model sich wieder zu doll verstärkt hat. Das werde ich aber dadurch beheben, dass ich jetzt entweder auf dieser Maske die Helligkeitsangleichung auf dem Model wieder zurückmal, oder ich könnte natürlich auch auf der Dodge & Burn Ebene, die wir hier unten noch haben, wieder die Helligkeit erhöhen. Ich werde jetzt aber mit der Maske der Einstellungsebene die Helligkeit wieder zurückholen, indem ich auf der Maske mit Schwarz und einer gerichteten Deckkraft wieder mehr die Helligkeit zurückmale auf die unterste Ebene. Jetzt haben wir ein schönes ausgeglichenes Bild. Jetzt durch die Absenkung der Gradationskurven ist es hier hinten wieder unten regelmäßig dunkel geworden. Deswegen werde ich jetzt das wieder auf der Dodge & Burn Ebene korrigieren, die den Hintergrund berührt. Hier werde ich die Helligkeit noch ein bisschen erhöhen. Und hier auch ein ganz klein wenig mehr die Helligkeit rausarbeiten. Und das ist soweit okay. Als nächstes möchte ich über das gesamte Bild mit dem Camera Raw Filter weiterarbeiten. Deswegen wird es jetzt leider unerlässlich, dass sämtliche Ebenen zusammengefasst werden. Und das mache ich wie folgt. Dafür gibt es eine Tastenkombination, die sämtliche sichtbaren Ebenen zusammenfasst. Vorher möchte ich aber darauf achten, dass mein Lichtbogen wieder in den Vordergrund tritt, damit er auch aufgenommen wird. Jetzt werde ich die Ebenen alle zusammenfassen. Das mache ich mit folgender Tastenkombination. Bei Windows ist es String, Alt, Shift und E. Und bei Mac Command, Alt, Shift und E. Das werde ich alles zusammen drücken. Und Photoshop erstellt uns eine zusammengefasste Ebene. Die erscheint nun hier. Jetzt habe ich die Möglichkeit, wie gesagt, mit dem Camera Raw Filter weiterzuarbeiten. Und werde mit diesen noch ein paar Helligkeitsanpassungen vornehmen und eine Vignettierung hinzufügen. Damit ich nach Anwendung des Camera Raw Filters die Möglichkeit habe, diesen auszumaskieren, werde ich mir jetzt eine Ebene-Kopie erstellen, wieder mit String J oder Command J.
Darauf werde ich jetzt den Camera Raw Filter anwenden und wenn ich dies getan habe, kann ich diese bearbeitete Ebene wieder ausmaskieren, um den Effekt von der unteren zurückzuholen. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. Als erstes werde ich mir eine Vignettierung über das gesamte Bild legen und dann schauen wir uns nochmal die Gesamthelligkeit und Lichter an. Dazu gehe ich in den Filter, Camera Raw Filter, gehe auf die Effekteinstellung und werde mir eine Vignette ziehen. Damit solltet ihr vorsichtig umgehen, damit ihr nicht allzu sehr die Tiefen verschwinden. Das ist schon okay, ich werde das bestätigen. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, durch die Ebenenkopie hier mir eine Maske anzulegen und in den hellen Bereichen die dunkle Vignette wieder verschwinden zu lassen. Wieder Pinsel, schwarze Spitze. Und wir können jetzt hier mit tatsächlich auch mit 100% wieder unsere hellen Bereiche wieder ausmaskieren. Das ist okay, das kann ich mir wieder bestätigen und reduziere das auf die unterste Ebene. Und jetzt werde ich mir noch eine globale Lichtanpassung über das ganze Bild vornehmen. Das mache ich der Einfachheit halber wieder mit dem Camera Raw Filter. In dem Fall werde ich mir wieder ein wenig die Tiefen holen über den Tiefenregler und ein wenig die Klarheit erhöhen. Spätestens jetzt haben wir den enormen Vorteil, dass wir den kompletten Workflow mit einem 16-Bit-Bild gearbeitet haben. Das heißt, wir können immer noch Gebrauch vom gesamten Dynamikumfang machen und haben auch keine Probleme, wenn wir jetzt hier weiter die Tiefen erhöhen. Im gleichen Zug werde ich auch die Lichter noch ein wenig abdunkeln, den Kontrast wieder erhöhen und die Klarheit erhöhen. Durch diese Arbeitsschritte wird die Dynamik bzw. die Farbigkeit wieder sehr stark, deswegen werde ich die wieder ein wenig absenken. Die Gesamthelligkeit werde ich noch einen Ticken reduzieren. Die Tiefen wieder ein wenig reduzieren. Und soweit bin ich mit dem Look des Bildes zufrieden. Und als nächstes werden wir noch einen gesamten Filter über das Bild legen, damit es noch ein wenig homogener wird und uns mit den Farben beschäftigen.